Weiter geht's. Jetzt machen wir da die eine Dings, Harald Dingsbums Mission. Wo muss ich denn hin? 100 Meter nach da. Los. Schauen Sie doch mal rein. Ich habe etwas, das Sie interessiert. Ich hab alles voll. Kommen Sie wieder, falls Ihre Meinung ändert. Du hast nichts, was mich interessiert. Very good. Eppa, eppa. Aber Moment, was mir gerade einfällt. Ich habe nämlich gerade ein Video hochgeladen. Mir ist aufgefallen, dass der Spießer und dann zu laut war und ich zu leise. Bastel mal schnell ein bisschen um. Dann passt das wieder, ne? Ich hab Angst. Ach, da ist ein Seil. Geh ich auch da drüber. Schienen sind, sehen so breit aus irgendwie. Haben früher die Schienen größer nicht, oder? Wie viele Kisten müssen wir noch verteilen? Nur etwa ein Dutzend, Sir. Exzellent. Bald sind alle... Und das? Hab ja wieder so Dinger. Sie haben ein neues Level erreicht. Das ist gut, Gesundheit brauchen wir eh immer. Also ich habe nichts mehr, okay. Kack und weg ist der Dreck. Aua. Ach so, kann ich nicht öffnen. Was macht die denn hier? Mörder! Mörder! Ich soll uns mit Mörder! Nein, nix. Tempeljäger abgeschlossen.
Ah, scheiße. Die schon in die Richtung laufen, nehme ich die Kiste auch gleich mit. Aber laufen tun wir nicht. Wir fahren. Das war mein Wagen. Ich hab da drauf. Buch da. Hippa. Oh Gott. Oh Gott. Gerade, was geht denn jetzt hier gerade ab, ne? Ach so, dafür brauche ich zwei. Jetzt kann ich nochmal zurück, weil ich das Schloss knacken kann. Ja. Ach so. Ja, den Leuten geht's aber hier auch nicht so hervorragend gut, behaupte ich jetzt mal. Weiter so. Treib mich nochmal zurück, weil ich jetzt schnell noch das Schloss knacke. Schneller! Habe ich gerade nicht aufgepasst, dass ich mir das hole. Dann nehmen wir nämlich die Kiste auch noch schnell mit. Moin. Schloss knacken halten. Alter! Schneller! Weg von der Straße! Bewegung! Komm schon, ja! Bewegung! Schneller! Na los! Komm schon! Nimm das! Oh, ich bin vorbei. Voll nur bin vorbeigeritten. So, und jetzt da runter. Oh, so viele Leute hier. Das sind alles unsere Jungs. Herr Bandenkrieg. Spielen. Ah, da sind sie ja. Der noch übrige Widerstand in Whitechapel kommt von Starricks Stellvertreter. Entschuldigung. Kaelog lässt sich nicht aus dem Gebiet vertreiben, außer durch einen Bandenkrieg. Selbst schuld. Hier. Ich bin sicher, Sie können besser damit umgehen als ich. Ah, was soll das, Greeny? Assassinengeburtstag? Sammelt die Leute. Perfekt. Wir haben eine neue Waffe.
Hoffentlich hört man gerade die Lüfter nicht, die sind irgendwie ein bisschen laut, ne? Nice. Betäubung, Angriff. Oh. Egal. Oh, ist das ab Level 4? Nein. So, haben wir es mal ein bisschen verbessert. Kann man es nochmal verbessern? Hm. Sag mal, die war wirklich schlecht. Mr. Rexford Kalock akzeptiert ihre Bedingungen und erwartet sie an der Whitechapel Station. Er hat seinen Zug auf den Kampf gesetzt. Ja, mal gucken, wahrscheinlich werde ich nur die Dame spielen. Also man muss den Typen spielen, weil ich finde die Tussi richtig geil. Wo bist du, Kalock? Vielleicht lockt dich ja das raus. Rooks! Zu den Waffen! Da kommt ein Nachschub. Da sind sie ja. Nein! Los, hoch! Nein! Hab sie vor dem Ohr! Oh, Scheiße! Schlag dir die Zähne ein! Komm doch, wenn du dich traust! Befreie sich doch von den Leuten gefallen! Und an die Schweine verfüllt alles! Ich prügel die Scheiße aus dir raus! Sie ist flink, ihr müsst sie überwältigen! Bam, bam. Ah, scheiße. Oh Gott. Problem gelöst. Konnte ich die Waffe auch endlich mal. Oh. Ist wohl kaputt. Naja, dafür haben wir jetzt aber einen Zug. Das ist doch auch was. Dafür haben wir aber einen Zug, das ist doch auch was. Klingt auch nach einem Plan. So, der Zug gehört ja jetzt uns, ne? Habe ich mal was gelesen. Gehört. Gelesen sage ich immer. Gehört. Nix gelesen. Ladebildschirm. Ladebildschirm. Weiter geht's. Kalock ist tot. Whitechapel ist nicht länger in der Hand der Blighters. Jetzt habt ihr die Gelegenheit, euch uns anzuschließen. Wir begrüßen jeden, der sich gegen Starrick und seine Handlanger erhebt. Ich finde nur die Kleidung The Rocks irgendwie ein bisschen beschissen. Willkommen bei den Rocks. Sieht so schäbig aus einfach. Sorry, ist aber so. Oh, ihr Bastarde. Ich werfe mich lieber selbst vor den Zug, als Bertha noch eine Meile für diesen Dreckskerl zu fahren. Kalock? Der ist schon abgefahren. Ach ja? Hat man da noch Töne? Und wer seid ihr zwei? Ich bin Evie Fry. Und mein Bruder Jacob Fry. Sehr erfreut. Ich bin Agnes McBean. Entzückend. Ich dachte schon, ich werde befördert. Und jetzt bin ich wohl arbeitslos. Dann arbeite doch für uns. Da scheißt doch einer die Wand an.
Zahlt ihr mehr als Küchenabfälle? Ah, ich denke, das schaffen wir gerade so. Dann präsentiere ich euch Agnes und Bertha, Lady und Lokomotive, zu euren Diensten. Ich bin dann im nächsten Wagen. Ein Versteck auf Schienen. Welch großartige Idee. Ja, es ist wirklich erstaunlich gut gelaufen. Schön. Dann verfolgen wir die Spur von... Jacob? Das ist wichtig. Ich werde nichts machen, bis das repariert ist. Vielleicht kenne ich jemanden, der Ihnen dabei helfen kann. Das dachte ich mir, Greeny. Der war gut. Jo. Kommunizieren wir mal mit der. Weißt du, mit ein bisschen Moos kann man in dieser Stadt richtig was losmachen. Überleg mal, was du Gutes tun könntest mit dem ganzen Geld. Du willst London wieder herrichten? Nun, das ist deine Chance. Auf der Karte siehst du, an wen du dich wenden kannst. Alte Freunde von mir. Das ist alles ein Haufen Geld, habe ich gerade festgestellt. Ich hoffe, man hat das gerade nicht gehört, aber hier war gerade eine Fliege, die ich jetzt da irgendwie in meinem Mikrofon drinne verheddert hat. So, jetzt passt wieder. Wo war man? Rocks Training. Die Rocks erhalten eine grundlegende Kampftraining. Und dann haben sie Level 5, drücken sie X. Verbessern? Geld haben wir ja, so ist es ja nicht, ne? Bisschen was. Wenn sie ihre Rocks in den Kampf schicken, öffnen sie. Noch einen Plan, oder? Oh Gott, die Rocks erhalten eine Folge. Okay. Besten Diebe langsam sind Kinder, sie erhalten bessere britische. Okay, hab ich nicht mehr. Doch, hab ich. Achso, ich habe keine Rohstoffe mehr. Oh, ich verstehe. Kaufen Sie Kutschen für Ihre Rocks. Erhalten Sie. Also, London ist nach Ausschau. Ich hab keine Materialien mehr. Kann man nicht mehr weitermachen. Wenn du abdrückst, kannst du uns vielleicht alle davor bewahren, Messer und Gabel weglegen zu müssen, bevor wir satt sind. So. Na, genug geredet. Gut, dann werde ich hier. Oh, wir sind schon wieder bei fast 19 Minuten. Macht nichts. Weiß, was ist denn jetzt? Okay, Ladebildschirm. Ich sag dann mal Tschüss, bis zur nächsten Folge.